Gau Angelloch bei Leimen ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, den jeder kennt. Es sei denn, er ist Liebhaber afrikanischer Kunst. Denn in Gau Angelloch steht ein Wasserschlösschen mitten in einer kleinen Parkanlage. Und beides ist voll mit Skulpturen und Bildern afrikanischer Künstler. Ein echter Geheimtipp. Und heute unser Landesschautipp von Sabrina Mann. Einige Bildhauer aus Simbabwe gehören zu den Besten der Welt. Ihre Werke stehen in New York, Paris und London. Simbabwe heißt übersetzt Haus aus Stein. Für die einzigartigen Skulpturen verwenden die Künstler vor allem den dort im Überfluss vorhandenen Serpentin. Sämtliche Arbeiten werden von Hand verrichtet. Der Einsatz elektrischer Werkzeuge ist verpönt. Bekannt wurde die Bildhauerei Simbabwes unter dem Namen Shona-Kunst. Der Begriff ist jedoch umstritten. Die Bettendorfsche Galerie zeigt eine Vielzahl zeitgenössischer Werke aus Simbabwe als Dauerausstellung. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die Werke von Künstlern aus Nigeria. Zum Beispiel Rom Isichei. Für den Malen ein Abenteuer, eine Entdeckungsreise ist. Das Resultat sind farbenfrohe Bilder mit traditionellen afrikanischen Motiven. Die Bettendorfsche Galerie im Schlossgarten zeigt die Werke Rom Isicheis und seines Landsmannes Tola Wewe noch bis 10. Oktober in Gau Angelloch bei Leimen. Geöffnet von Donnerstag bis Sonntag. Der Eintritt ist frei. Gau Angelloch bei Leimen ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, den jeder kennt. Es sei denn, er ist Liebhaber afrikanischer Kunst. Denn in Gau Angelloch steht ein Wasserschlösschen mitten in einer kleinen Parkanlage. Und beides ist voll mit Skulpturen und Bildern afrikanischer Künstler. Ein echter Geheimtipp. Und heute unser Landesschautipp von Sabrina Mann. Einige Bildhauer aus Simbabwe gehören zu den Besten der Welt. Ihre Werke stehen in New York, Paris und London. Simbabwe heißt übersetzt Haus aus Stein. Für die einzigartigen Skulpturen verwenden die Künstler vor allem den dort im Überfluss vorhandenen Serpentin. Sämtliche Arbeiten werden von Hand verrichtet. Der Einsatz elektrischer Werkzeuge ist verpönt. Bekannt wurde die Bildhauerei Simbabwes unter dem Namen Shona-Kunst. Der Begriff ist jedoch umstritten. Die Bettendorfsche Galerie zeigt eine Vielzahl zeitgenössischer Werke aus Simbabwe als Dauerausstellung. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die Werke von Künstlern aus Nigeria. Zum Beispiel Rom Isichei. Für den Malen ein Abenteuer, eine Entdeckungsreise ist. Das Resultat sind farbenfrohe Bilder mit traditionellen afrikanischen Motiven. Die Bettendorfsche Galerie im Schlossgarten zeigt die Werke Rom Isicheis und seines Landsmannes Tola Wewe noch bis 10. Oktober in Gau Angelloch bei Leimen. Geöffnet von Donnerstag bis Sonntag. Der Eintritt ist